Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Romy und Julia auf dem Dorfe. Ich habe früher immer einen Bogen um diese Erzählung von Gottfried Keller gemacht, weil ich gedacht habe, auf dem Dorfe bedeutet so viel wie aus der Lederhose, aber nichts könnte fälscher sein. Mit dabei sind Vreni Marti, was wahrscheinlich die Abkürzung von Verena ist. Jedenfalls wird sie in der Erzählung auch Vrenchen genannt. Sie ist 5, als wir sie kennenlernen, und die Tochter eines wohlhabenden Bauern aus einem Dorf in der Nähe von Kellers Fantasiestädtchen Seldwyla namens Marti. Dann gibt es Sully Manns, der 2 Jahre älter ist als Vreni, also 7, als wir ihn kennenlernen, und ebenfalls Sohn eines angesehenen Landwirts namens Manns. Und dann erwähnen wir noch den schwarzen Geiger. Es gibt noch eine Menge anderer Figuren in der Erzählung. Keller hatte die Idee zu seiner Erzählung 1847, veröffentlichte sie 9 Jahre später, 1856, ist aber erst 1875 endgültig fertig damit. Klingt absurd lang in unserer schnelllebigen Zeit, aber man merkt es dem Werk an. Es ist eines der schönsten Bücher, das ich je gelesen habe. Und los geht's. Der Mannsbauer und der Martibauer beackern ihre Felder. Diese liegen nur durch ein brachliegendes Stück Acker getrennt nebeneinander. Dann ist Frühstück, Frühstückli, das die Kinder gebracht haben, und der so: Hallo Marti, hallo Manns. Du, die von der Gemeinde wollen, dass ich dieses brachliegende Stück Acker zwischen uns pachte, weil der Erbe dafür nicht auffindbar ist. Ja, ja, mich haben sie auch gefragt, das mache ich aber nicht. Nee, ich auch nicht. Wahrscheinlich ist das ja dieser schwarze Geiger, der Erbe, ne? Der sieht jedenfalls seinem Großvater mit dieser Rübennase sehr ähnlich. Aber der ist ja nicht getauft, der kann das ja nicht beweisen. Tja, und da können wir ja auch nichts machen, ne? Und die Kinder spielen so nett miteinander auf der Brache, indem sie eine Puppe töten und dann eine Fliege lebendig begraben, was man eben so macht als Kind. Und die Väter lassen sich's auch nicht schlecht gehen, indem sie sich nämlich, wie jedes Mal, wenn sie hier ackern, ein Stück von dem Brachacker unter den Nagel reißen, indem sie einfach eine Furche weiter ackern, als sie eigentlich dürften. Ein paar Jahre später, der Brachacker ist schon beträchtlich schmaler geworden, wird dieser versteigert. So, 3, 2, 1, Manns ist deins. Jawohl, dankeschön. Marti, ja, du, ich habe neulich gesehen, wie du von meinem Acker noch so eine Ecke unten quer rüber abgeackert hast. Ja und? Das wird aber schön wieder gerade gemacht. Kannst du gerne machen auf deiner Seite. Ich glaube, du spinnst. Das gehört zu meinem Acker. Du hast den gekauft, wie gesehen. Das werden wir ja sehen. Und sie geraten sich total in die Haare und sind zerstritten. Manns lässt von seinen Leuten, darunter auch der Sully, das Unkraut jäten, und das trockene Kraut wird hinterher in einem hübschen Freudenfeuerchen angezündet, und die Kinder des Dorfes sind natürlich dabei, unter anderem natürlich auch Vreni. Dann kommt ihr Vater und sagt: Gehst du von dem Manns weg? Gibt ihr eine Ohrfeige, und die Kinder dürfen sich hinfort nicht mehr sehen. Und der Manns macht was ganz Perfides: Er lässt alle Steine, die da aufgeklaubt werden von dem Mittelacker, auf diesem Dreieck, das er von Marti fordert, zu einer Art Pyramide aufschichten, und jetzt geraten sie sich, die beiden, endgültig in die Haare. Das ist mein Acker, und ich suche mir jetzt möglichst viele Berater in der Stadt, in Seldwyla, um den Prozess zu gewinnen. Ich habe noch viel mehr Berater, deshalb spiele ich jetzt Lotto, um zu Geld zu kommen und sich platt zu machen. Ich spiele aber noch viel mehr Lotto. Und es dauert zwar einige Jahre, aber sie richten sich gegenseitig zugrunde, und sie verbieten natürlich auch ihren Familien den Umgang mit der jeweils anderen Familie. Die Kinder sind mittlerweile ein bisschen herangewachsen, kennen sich aber überhaupt nicht mehr, und die Frau Marti stirbt an gebrochenem Herzen, weil ihre Familie so runtergewirtschaftet ist. Vreni wächst dann also allein mit ihrem griesgrämigen Vater auf, aber Familie Manns macht zuerst pleite, muss das Dorf verlassen und in die Stadt ziehen, wo sie eine schäbige Kaschemme pachten und jetzt als Wirtsleute ihr Glück versuchen wollen, und die Mutter so: Oh Gott, ist das ein Drecksloch. Und der Vater: Ja, okay, wir nehmen die Angel und fangen jetzt Fische, weil sie binnen kurzem keine Kundschaft mehr haben. Und Angeln ist immerhin eine Möglichkeit für arme Leute, sich zumindest etwas zu essen zu organisieren. Sie machen sich also auf den Weg zum Fluss, und wie es der Zufall will, treffen sie dort niemand anderen als Marti und seine Tochter, die auch auf dem Weg zum Angeln sind, weil sie auch nichts mehr zu beißen haben. Und der so: Du Kalb, du Hund! Und die können sich aber erstmal nichts tun, weil sie durch den Fluss getrennt sind. Und die Kinder starren einander an, weil sie sich jahrelang nicht gesehen haben. Dann sind aber die Väter aneinander geraten, weil sie einen Steg gefunden haben, und versuchen sich niederzuringen und grün und blau zu hauen. Die Kinder trennen sie, geht auseinander, und die können auch gar nicht mehr, weil sie ja schon im fortgeschrittenen Alter sind. Und die geben sich die Hand, weil sie sich an ihre alte Freundschaft erinnern. Und Vreni lächelt ihn ganz kurz, aber ganz strahlend an, weil sie ein echt sonniges Gemüt hat unter all dem Unglück. Das geht dem Sully nicht aus dem Kopf, denn er ist 19 und sie ist 17. Und schon am nächsten Morgen macht er sich wieder ins Dörfli auf, um sie zu treffen. Auf dem Weg dorthin begegnet ihm ihr Vater. Aber dann stehen sie sich gegenüber. Und die so: Sully, was willst du hier? Vreni, ich will einfach nur ein bisschen mit dir zusammen sein, dich sehen. Dann geh raus auf den Acker, denn das ist der einzige verbliebene Acker, den sie noch haben. Hier würden uns vielleicht die Leute erwischen.
Und er geht schon mal vor, dann treffen sie sich und sie sind total ineinander verliebt, gehen miteinander spazieren, als plötzlich... Hallo, eure Väter haben mich um mein Erbe gebracht. Es freut mich, dass es ihnen so schlecht bekommen ist und ihr so runtergewirtschaftet seid. Dann gehe ich mal geigen. Und die so, hihihi, der hat ja so eine Rübennase. Und der sieht sie lachen und guckt sie an und sagt, Frihi, bei Gott, wie schön du bist. Und sie lacht weiter, du Hexe, hey, ich freue mich einfach, dass ich mal mit wem lachen kann. Zu Hause ist es immer so traurig, wir gehören zusammen. Aber kaum haben sie ein bisschen Zeit miteinander verbracht, da steht ihr Vater vor ihnen, als sie aus dem Korn wieder auftauchen und die so, ha! Und er gibt ihnen Ohrfeige und will sie an den Haaren weiterschleppen. Da schnappt sich Sally einen Stein und schlägt ihn zu Boden. Und er so, oh Gott, habe ich ihn umgebracht? Nee, er lebt noch, schnell hol Hilfe, aber komm nicht wieder zurück. Wir können uns nie wiedersehen, du hast Papa kaputt gemacht. Und er geht schweren Herzens weg. Sie pflegt ihren Vater gesund, aber er wird nicht wieder der Alte. Er hat einen bleibenden Schaden davongetragen. Ich kann mich gar nicht erinnern, was passiert ist. War das ein Hinkelstein? Und er muss dauerhaft in ein Spital in der Stadt. Kaum hat Vreeli ihn dorthin gebracht. Sally, Vreeli, was ist denn jetzt? Ja, das Haus ist weg, der Acker ist weg. Ich muss übermorgen hier raus sein. Oh nein! Immerhin können sie jetzt ein bisschen reden und schlafen die Nacht aneinander gekuschelt wie zwei Kinder. Wir können nicht heiraten. Du hast Papa kaputt gemacht und wir haben ja nichts. Ich muss dienen gehen und ich muss zu den Soldaten. Aber einmal wenigstens will ich mich so richtig mit dir amüsieren. Ich will tanzen gehen. Oh nein! Ich habe ja keine Schuhe. Und er so, mach dir keine Sorgen. Ich nehme Maß mit einer Schnur und bin morgen um 10:30 bei dir. Und er macht sich mit dem Maß auf dem Weg in die Stadt, versetzt seine silberne Taschenuhr und zieht sich am nächsten Morgen seine besten Klamotten an, nachdem er ihr ein paar Schuhe besorgt hat, und macht sich wieder auf den Weg zu ihr. Und ist natürlich viel zu früh, Stunden zu früh, aber sie sitzt schon fix und fertig da und voller Sehnsucht erwartet sie ihn. Hier sind deine Schuhe. Super Schuhe, danke dir. Jetzt wird nur noch das Bett abgeholt. Und dann kommt die Bäuerin, die das Bett gekauft hat, lässt es wegtransportieren. Und sie voller Freude erzählt, wir wohnen jetzt miteinander in der Stadt. Mein Bräutigam hat im Lotto gewonnen. Und aber arme Leute vom Land, wie du bist, sind mir immer willkommen. Dankeschön. Ein unschuldiger, aber unmöglicher Traum. Und sie gehen spazieren ins nächste Dorf, wie Braut. Leute zusammen frühstücken, verbringen einen tollen Tag. Irgendwann sind sie dann auf einer Kirchweih, kaufen einander von dem bisschen Geld, das sie haben, ein bisschen was, also ihr ein Lebkuchenhaus, sie ihm ein Lebkuchenherz und noch ein paar Ringe. Aber da sind die jungen Leute aus ihrem Dorf und die erkennen sie. Haha, die Marti und der Manns, die gehen Hand in Hand. Und der so, ach komm, lass uns gehen. Und deswegen gehen sie nicht auf der Kirchweih miteinander tanzen, sondern dort, wo die Dienstboten ihren Vergnügungen nachgehen, nämlich in einem billigen Wirtshaus, das aber so einen tollen Dachgarten hat. Man sieht das hier so ein bisschen im Hintergrund, wo sie abends tanzen wollen. Und bang, steht da wieder der schwarze Geiger und sie, nein! Und der so, hey, ich will euch doch nichts. Ich kann euch ja eigentlich gut leiden. Es tut mir ja leid um euch. Hier, trinkt mal auf mein Wohl. Und dann tanzen sie miteinander und der macht Musik mit seinen Kumpels und sie verbringen einen wunderschönen Abend miteinander. Und irgendwann sie dann so, oh Gott, müssen wir uns jetzt verabschieden? Ich kann das nicht. Und der so, hört mal zu, jetzt erschreckt doch nicht immer, wenn ich irgendwas sage. Kommt mit mir und meinen Kumpels in die Berge. Da braucht ihr keinen Pfarrer, wir haben freie Liebe und ein freies Leben, überlegt euch. Und der Sally so, vielleicht sollten wir das machen, Schatz. Und die so, nein. Ich bin ein anständiges Mädchen und du bist ein anständiger Junge. Wir können nicht in so ungeordneten Verhältnissen leben. Aber der Geiger und seine lustigen Leute veranstalten so eine kleine Fake-Hochzeit mit ihnen und geigen sie bis in ihr Heimatdorf. Und er so, warte! Und dann sind die weg. So, jetzt bringe ich dich ins Dorf, dann kannst du irgendwo schlafen und morgen früh kannst du ihren Dienst suchen. Und die so, ohne dich? Das geht nicht. Hörst du, wie das Wasser singt? Und sie schenken einander die Ringe, die sie für den jeweils anderen gekauft haben. Und die so, super, jetzt sind wir verlobt, jetzt sind wir quasi verheiratet. Du bist mein Mann und ich bin deine Frau. Lass uns 12-mal küssen. Und er so lässt sich von ihrem Gedanken anstecken und sagt, hör mal, wie wär's, wir heiraten jetzt und gehen dann ins Wasser. Und die so, versprich's mir. Und sie machen das ab und gehen zum Fluss runter. Dort finden sie einen Heukahn. Auf diesem Heukahn schlafen sie miteinander und anschließend bringen sie sich um, indem sie ins Wasser gehen und ertrinken. Und das ist das Ende der Erzählung. Hatten sie recht? Musste das sein? Vielleicht nicht. Aber darum geht es Keller nicht, sondern um die Begegnung zweier wirklich reiner Menschen, die sich gegen alle Welt so lieben, dass sie lieber sterben, als auch nur den Gedanken an Trennung erleiden zu können. Und das, liebe Gemeinde, war Romeo und Julia auf dem Dorfe von Gottfried Keller. Vielen Dank. Thank you.